wie sehen die Büros aus? Wie baut man in einer Zeit, in der sich Arbeit so extrem stark verändert? Einerseits durch die Digitalisierung natürlich, durch die Kommunikationswege, aber auch durch die Erfordernisse, stärker zusammenzuarbeiten und viel flexibler zusammenzuarbeiten, als es früher der Fall war. Das heißt, dass Büros anders aussehen, viele ziehen um. Ich sehe sehr viele hier aus großen Unternehmen. Ich weiß nicht, zeigen Sie mal auf, wer überlegt gerade, wer denkt gerade über Sitzplätze und Umorganisation und so nach. Ja, doch einige. Wir auch gerade. Mein Name ist Corinna Milborn, ich bin Infochefin bei ProSieben Sat.1 Puls 4. Wir haben hier gerade die ATV-Zusammenlegung und denken auch intensiv darüber nach, wie man das macht. Wir planen gerade neu. Deswegen freue ich mich sehr über die Einladung, das heute zu moderieren. Ist ein unglaublich spannendes Thema. Und ich darf als erstes auf die Bühne bitten den Hausherrn, Mitglied des Vorstandes bei der Erste Group Bank AG, Peter Bossek. Herzlich willkommen. Wenn Sie gleich diesen Sessel nehmen. Als zweites begrüße ich den Veranstalter, den Geschäftsführer von Signa, Christoph Stadelhober. Schönen guten Abend. Dann darf ich Ihnen zwei vorstellen, die aus großen Unternehmen kommen und sehr intensiv befasst sind und aus ihren Erfahrungsschatz berichten werden. Als erstes die Sales Lead für Central and Eastern Europe bei Cisco Collaboration, Sima Shamsai. Schönen guten Abend. Und jemand, den viele von Ihnen noch aus Wien kennen, wie er hier bei T-Mobile war. Inzwischen ist er aber in Silicon Valley abgedüst und wird uns auch von den dortigen Erfahrungen erzählen. Senior Vice President für Group Business Development and Partnering von der Deutschen Telekom, Thomas Kicker. Okay. Schönen guten Abend. Wir starten aber mit einer Keynote, damit wir es mal so einen Einblick drin bekommen, was erwartet uns in Zukunft, was sind die großen Trends in der Arbeitswelt. Und die kommt von einem Herrn, der dieses Buch hier, das Sie sich auch mitnehmen können, den Implicit Office, diese Studie jetzt gerade veröffentlicht hat, vom Zukunftsinstitut, wo es genau um dieses Thema geht. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist, der Trendforscher, Zukunftsinstitut Österreich, Franz Kühmeier. Schönen guten Abend. Danke für die sehr freundliche Anmoderation. Danke, dass Sie hier sind. Es sind ja schon einige Stichworte zum Thema neues Arbeiten gefallen. Digitalisierung ist gefallen, Veränderungen der Arbeitswelt sind gefallen. Das ist das Hauptthema, mit dem ich mich am Zukunftsinstitut beschäftige. Insgesamt sind wir ein Think Tank, der sich mit Megatrends auseinandersetzt. Und natürlich ist die Frage, wie arbeiten wir in der Zukunft, eine ganz essentielle Frage. Ich möchte Ihnen aus diesem umfassenden Thema eigentlich fünf Botschaften mitgeben, die sich vor allem mit dem Arbeitsort, mit dem Büro an sich auseinandersetzen. Fünf Punkte, was das für Arbeitsorte bedeutet. Das erste ist, dass wir wahrscheinlich die letzte Generation, man tut sich ja wahnsinnig schwer, das Durchschnittsalter hier zu erheben, weil man vom Licht hier geblendet ist, aber wenn ich von der ersten Reihe schätze, dann ist es so Ende 20. Größenordnungsmäßig, wie gesagt, man ist echt geblendet. Ja. Aber wir sind dennoch die letzte Generation, die überhaupt noch versteht, was eine Stechuhr ist, die überhaupt noch versteht, was Anwesenheit im Büro eigentlich bedeutet. Das war in der Vergangenheit eine triviale Frage, warum wir ins Büro fahren. Denn im Büro waren die Produktionsmittel für Wissensarbeiter versammelt. Dort waren die Akten, dort ist die Schreibmaschine gestanden, kann man heute gar niemandem mehr erklären, was könnte sein, eine Schreibmaschine. Da ist das Festnetztelefon gestanden. Man musste ins Büro fahren, um produktiv zu sein. Umkehrschluss übrigens auch, man konnte außerhalb des Büros nicht produktiv sein. Deswegen ist dieses Thema Work-Life-Balance-Diskussion ein Thema, das erst gekommen ist, als sich Arbeit entgrenzt hat. Nämlich Zeit und Ort beginnt zu transzendieren. Wir können heute theoretisch von überall arbeiten. Die meisten von Ihnen haben irgendein Device dabei, auf dem Sie regelmäßig, theoretisch zumindest, rund um die Uhr arbeiten können. Manche von Ihnen tun das auch auf die eine oder andere Weise. Der Grund, ins Büro zu fahren, ist also nicht mehr die Einzelproduktivität. Im Gegenteil, wir erleben eigentlich das Gegenteil in unseren Forschungen und die werden bestätigt auch durch andere, erleben wir regelmäßig, dass Menschen sagen, ich bin außerhalb des Büros wesentlich produktiver als im Büro. Der Effekt, der dann eintritt, ist einer, den wir Büroflucht nennen. Dass also Menschen, wenn sie schon ins Büro kommen, sehr zeitig in der Früh kommen, bevor noch die Kollegen da sind, damit irgendwas weitergeht. Oder am Abend länger bleiben oder überhaupt das Büro verlassen, wenn sie mal in Ruhe über irgendetwas nachdenken wollen. In der Tat sagen nur 57% der Menschen, ich bin im Büro produktiv.
Also die Hälfte ungefähr, größenordnungsmäßig, sagt, ich bin im Büro produktiv. Und dieser Faktor wird noch stärker, wenn wir darüber nachdenken, was im Büro eigentlich passieren soll. Nämlich immer weniger das Abarbeiten von transaktionellen Tätigkeiten, von Routinetätigkeiten. Immer häufiger geht es um Innovation, immer häufiger geht es um Kreativität. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das Büro der Ort, wo ich am kreativsten bin, wo ich die besten beruflichen Ideen habe? Das werden wir jetzt einfach einmal ausprobieren, indem ich Ihnen die Frage stelle. Angenommen, abstruser Gedanke, aber angenommen, ich wäre Ihr Vorgesetzter und würde Ihnen eine schwierige Aufgabe geben, wo Sie sagen, ich habe die Lösung nicht, ich muss jetzt nachdenken, muss ein Konzept erarbeiten oder was auch immer. Wo würden Sie da hingehen? Ja, absolute Office-Flucht, also sicher nicht im Büro, wahrscheinlich in meinen eigenen vier Wänden mit meinem eigenen Laptop. Dort wird die Lösung gefunden. Ich gehe in den Wald. Ich gehe ins Kaffeehaus. Wenn ich Kollegen dazu brauche, dann in einem Besprechungsraum, der sehr hell ist mit viel Licht. Ich schaue, dass ich mein Büro, meine Ruhe habe. Ja. Wir können, ich gehe da jetzt nicht durch, keine Sorge. Also diejenigen, die weiter hinten sitzen, haben wieder mal den Vorteil sozusagen, dass ich Sie jetzt nicht frage. In der Tat sagen 6% der Menschen, dass sie ihre besten beruflichen Ideen am Arbeitsplatz haben. 6%. Zum Vergleich. In der Dusche und am WC ist heute hier nicht gefallen, Dusche und WC ist 14%. Also wenn wir über Architektur sprechen und Gestaltungshinweise für Büros, das wäre einer. Ja? Also mehr WCs und mehr Duschen sozusagen einbauen. Und dieses Thema sorgt dafür, dass wir darüber nachdenken müssen, welche Funktion hat das Büro und was muss ein Büro können. Brauchen wir ein Büro in der Zukunft noch? Ja, absolut. Was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, das Ende der Anwesenheitspflicht ist keine Aufforderung dazu zu sagen, wir brauchen Büros nicht mehr, sondern es ist eigentlich das Gegenteil, zu sagen, wir brauchen Büros, aber wir brauchen sie auf neue Art und Weise. Und ich finde es immer interessant, wie dann Unternehmen zum Teil damit umgehen, mit dieser Büroflucht. Sie haben das vielleicht mitbekommen, Yahoo ist sehr intensiv zitiert worden bei dem Thema Homeoffice-Regelung, IBM ist zum Teil auch damit zitiert worden, zu sagen, wir haben das ausprobiert mit Homeoffice, hat nicht funktioniert und es gibt wieder die Anwesenheitspflicht, alle Mitarbeiter müssen ins Büro zurück. Wir haben die Silicon Valley-Perspektive hier auch vertreten, können wir uns dann nachher auch noch anhören. Ich habe eine Fallstudie gelesen über ein Unternehmen namens Automatic, das ist die Firma hinter WordPress, also hinter der Blogging-Software WordPress. Die haben 2013 in Silicon Valley ihr Büro für ungefähr 500 Mitarbeiter renoviert und wenn man sich die Fotos ansieht in Architekturmagazinen, das ist das Traumbüro schlechthin. Also genau so hätte man es gerne. Und heuer, 4 Jahre später, haben sie das Büro zugesperrt. Die Mitarbeiter sind nach wie vor da, aber jeder einzelne Mitarbeiter bekommt einen Gutschein, einen monatlichen, den er entweder beim Starbucks für Kaffee einlösen kann, den er in einem Coworking Space einlösen kann, um dort zu arbeiten, oder den er einlösen kann, um sein Homeoffice bestmöglich auszubauen. Also es werden sehr unterschiedliche, sehr radikale Modelle eigentlich gefahren. Wir glauben intensiv daran, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass es Büros braucht. Sie verändern nur ihre Funktion. Wir brauchen sie nicht mehr für die Einzelproduktivität und wir brauchen sie auch nicht als Ort, in dem man fahren muss, sondern als Ort, wo Kommunikation, wo Austausch stattfindet, ein Ort, wo man hinfahren will. Das Büro der Zukunft ist also ein Kultort eigentlich, einer, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, das ist der geilste Ort, um arbeiten zu können in ganz Wien oder in ganz Österreich. Erster Faktor, Büro ist ein Kultort. Das zweite ist, dass wir, insbesondere die Immobilienbranche, Architekten, Bauherren etc., natürlich zunächst einmal sehr stark im Design von Gebäuden tätig sind. Zunächst formen wir die Räume, mit der Zeit formen die Räume allerdings uns. Und ich glaube, da ist eine ganz interessante Frage, die immer wieder kommt, wie soll das Büro der Zukunft ausschauen? Frage kriege ich regelmäßig. Und meine Antwort ist da immer, also nicht um die Damen und Herren, die Frau Milborn in den letzten Wochen so intensiv interviewt hat, die dann sagen, schauen Sie, was den Wähler wirklich interessiert, ist etwas völlig anderes, also das mache ich so nicht. Aber ich weiche der Frage trotzdem aus, indem ich sage, wie das Büro gestaltet ist, ist zunächst einmal sekundär. Es geht nicht darum, Wände blau anzumalen, um Kreativität zu steigern. Ich glaube, das wissen wir alle, das alleine reicht nicht aus. Es geht nicht darum, den möglichst ergonomischen Schreibtisch sozusagen zu designen. Was ich interessant finde, ist, dass wir unter den Augen einer formalen Architektur, die Schreibtische baut, Besprechungsräume baut etc., informelle Architekturen in jedem Büro vorfinden. Das ist das Rauchereck, das ist die Teeküche, das sind Kommunikationsbereiche, wo man zusammensteht, zum Teil Raunzeig, zum Teil Kreativeck, was auch immer.
Man erlebt auch bei Führungskräften, die meisten von ihnen sind ja Führungskräfte, dass sowas wie Strategiearbeit gar nicht so sehr im Büro stattfindet, sondern da nimmt man sich dann 2 Tage Offsite, geht in irgendein Seminar, Hotel etc. Da muss man sich fragen, warum machen sie das? Was wir brauchen in der Zukunft in Büros, sind Räume, die genau auf solche Arbeitsmethoden und auf solche Arbeitshintergründe reflektieren. Das sind Räume zum Beispiel der Inspiration. Das sind Räume der Irritation, wo ich auf neue Ideen drauf komme. Das sind Räume für Strategiearbeit, das sind Räume für Kreativität. Nicht nur individuelle Produktivität, sondern Räume, die einen Charakter haben, die Kultur ausstrahlen. Und diese Kultur wird sehr unterschiedlich sein, je nach Unternehmen und auch je nach Branche, in der man auch tätig ist. Wir haben ein Telekom-Unternehmen hier vertreten. Es ist nicht das, von dem ich jetzt gleich erzähle. Wir kennen ein Telekom-Unternehmen, das im Callcenter einen Wutraum installiert hat. Einen Wutraum. Das klingt auf den ersten Blick irgendwie eigenartig, aber wenn man darüber nachdenkt, macht das absolut Sinn. Sie haben in diesem Callcenter hauptsächlich Menschen, die den ganzen Tag lang schlechte Nachrichten hören. Ich weiß nicht, wie oft Sie anrufen bei Ihrem Telekom-Provider und sagen, mein Telefon funktioniert super, das wollte ich euch noch mal gesagt haben. Das macht man nicht. Man ruft dort an, wenn man eine Beschwerde hat oder ähnliche Dinge. Die Mitarbeiter, die dort arbeiten, kriegen den ganzen Tag schlechte Nachrichten. Und die brauchen irgendwann einmal eine Ventilfunktion. Und diese Ventilfunktion können sie entweder in der Freizeit ausüben oder, wenn es darum geht, ihre Produktivität zu steigern, können sie das auch im Büro in diesem Fall ausführen. Deswegen gibt es dort, ich schaue zu Ihnen, aber es sind wirklich nicht, seid wirklich nicht hier, gibt es dort einen Wutraum. Und ich glaube, darüber nachzudenken, welche Art, welchen Charakter von Raum brauchen wir, das ist die Frage der Zukunft. Das Dritte ist, dass das Büro sehr gut zeigt, wie Unternehmen ticken, welche Kultur dort vorherrscht. Da könnte man noch so wunderschöne goldene Tafeln irgendwo hinmontieren, wo dann draufsteht, weiß nichts nicht, wir sind das innovativste Unternehmen, das mit seinen leidenschaftlichen Mitarbeitern an der Zukunft, Sie kennen alle diese Visions- und Missionsstatements. Wenn Sie ins Büro reingehen, kriegen Sie sofort mit, ob das ein innovatives und kundenfreundliches Unternehmen ist, an den Mitarbeitern, aber auch an der Architektur. Das Büro zeigt, wie ein Unternehmen tickt. Und ich habe nicht umsonst, die Bilder, die Sie hier sehen, sind aus der Publikation, die wir mit Signer gemeinsam machen durften. Vielen Dank dafür auch. Wenn Sie so eine Thinking Lounge oder so etwas haben im Büro und da geht der Vorgesetzte 2-mal vorbei und sagt zu der Dame, die da sitzt, aha, Müller, machen Sie schon wieder mal Pause, dann ist das Ding als Arbeitsfläche gestorben. Das heißt, es braucht mehr als nur bauen. Wir erleben das in Projekten, wo zum Beispiel Unternehmen versuchen, die Transparenz im Unternehmen zu steigern und dann in so langen Bürofluchten die Holztüren austauschen gegen Glastüren oder die Wände austauschen gegen Glaswände etc. Haben Sie sicher auch schon einmal an der einen oder anderen Stelle gesehen und Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, was die Mitarbeiter dann machen. Die kleben nämlich Poster auf diese Türen drauf oder stellen das Flipchart davor, weil alleine eine Glastür wo hineinbauen eben nicht ausreicht. Transparenz erzeugt man oder unterstützt man vielleicht durch Glaswände, man erzeugt sie aber nicht dadurch. Wir nennen, und das ist auch der Titel der Publikation, wir nennen dieses Verschmelzen von Architektur, von Kultur und auch von Regelwerken, die dann notwendig sind, um diese Immobilie richtig zu bespielen sozusagen, wir nennen das das implizite Office, Implicit Office, wo der Ausdruck des Arbeitsortes sich manifestiert. Und wir haben über Großraum, das Wort ist, glaube ich, schon vorhin gefallen, gesprochen. Das ist ein Horrorwort, wann immer man neue Projekte startet und jemand sagt, Großraumbüro, weiß man schon, da gehen die Alarmglocken hoch, weil Lärmbelästigung. Alle haben Angst, im Großraumbüro ist es so laut. Interessant ist aber, dass es seit mehreren Jahrhunderten Großraumbüros gibt, in denen es absolut möglich ist, produktiv zu arbeiten. Die heißen zum Beispiel Klosterbibliothek oder Universitätsbibliothek. Das ist ein Großraumbüro. Allerdings gibt es dort ein Regelwerk, das drüber liegt, nämlich hier wird nicht telefoniert, hier wird nicht miteinander gesprochen. Wir brauchen daher auch eine Aufladung von Architektur mit Kultur und mit Regelwerken. Daher ist das Realisieren einer neuen Arbeitsumgebung immer auch eine Chance, Organisationsentwicklung, Kulturentwicklung und übrigens auch Führungsentwicklung voranzutreiben. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, hier ist das der Fall in anderen Unternehmen auch, dass dann der Vorstand in solchen Projekten sagt, naja, also wenn die Mitarbeiter im Großraum sitzen, dann sitzen wir auch im Großraum. Und dann wird von der Presse sehr gerne gefragt, also lieber Vorstand, wie ist das jetzt so, wenn du auf dein Einzelbüro verzichtest und da quasi in der Menge drinnen sitzt? Und ich finde, die Frage ist vollkommen falsch gestellt. Man muss sie nämlich eigentlich den Mitarbeitern stellen, wie das für sie ist, wenn der Vorstand auf einmal neben ihnen sitzt.
ob das ein Überwachungserlebnis auslöst, ein Kontrollerlebnis auslöst oder ob das sympathisch ist, wenn der Vorstand auf einmal neben dir sitzt. Diese Fragen tragen entscheidend dazu bei, ob neue Büros funktionieren können oder nicht funktionieren können. Das ist das, was wir mit impliziten Büro nennen. Und diese Fragen lassen sich nicht schablonenhaft lösen. Ich glaube nicht daran, dass es so etwas wie Best Practice gibt. Klar, man kann sich immer orientieren an den Google Offices und an den Offices der Damen und Herren, die hier vertreten sind und sich gute Beispiele holen, aber das zu kopieren wird nicht ausreichen. Diese Fragen muss jedes Unternehmen für sich selbst interpretieren, daher ich glaube nicht an Best Practice, ich glaube nur an Best Fit. Und was das auf Architekturseite heißt, heißt es auch für den Einzelnen, wenn er in diesem Büro arbeitet. Wir sind aus der Vergangenheit gewohnt, dass wir unseren Arbeitstag mit dem Kalender planen, dass wir also eine Zeitkoordinate darüber legen, wie wir unsere Arbeit gestalten. Wir werden das in Zukunft auch so machen, dass wir eine Raumkoordinate darüber legen und uns überlegen, welcher Platz, welche Fläche, welcher Raum ist optimal dafür geeignet, dass ich jetzt diese Art von Arbeit in der nächsten Stunde vor mir habe oder nicht vor mir habe. Wir haben über den Mallorca-Effekt gesprochen, dass in so Büros, wo es Shared Desks gibt, in der Früh dann der Mitarbeiter, der der Erste ist, ins Büro kommt, dazu angehalten wird, den anderen die Plätze freizuhalten, damit man sozusagen so beieinander sitzt. Das kommt an der einen oder anderen Stelle vor. Manche grinsen da, ich weiß nicht, ob es der Begriff ist oder das eigene Erleben, lassen wir das einmal dahingestellt. Aber das wird so nicht funktionieren, sondern es wird darum gehen, dass jeder auch individuell ertüchtigt ist, unterschiedliche Flächen innerhalb des Büros bestmöglich zu nutzen. Für Immobilienentwickler und Immobilienunternehmen ist das eine dramatische Herausforderung, diese Flexibilität mit der scheinbar notwendigen Standardisierung unter einen Hut zu bringen. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen dann auch mitgeben möchte, ist, dass all diese Dinge, Future of Work, New Work, New Offices etc., das klingt so nach so soften Themen und ich möchte ganz klar und deutlich an dieser Stelle sagen, das ist kein Orchideenthema, sondern dahinter steckt knallharter Business Sense. Und wenn Sie den nicht erzeugen können, dann ist es immer noch besser, ein Büro neu zu gestalten, weil man in schönen neuen Möbeln und schönen neuen Räumen immer noch angenehmer arbeitet als in alten und abgesessenen Möbeln, aber den wirklichen Nutzen werden Sie nicht daraus ziehen. Und ich finde es interessant, dass in der Vergangenheit eigentlich die erste Näherung zu Wirtschaftlichkeit mit Büroarchitektur sehr häufig aus der Kostenseite gekommen ist. Flächeneffizienz, Raumökonomie und ähnliche Dinge, bis hin zu so Excel-basierten Shared-Desk-Systemen, wo man sagt, ja, wir haben 100 Mitarbeiter, die sind nur zu 70% im Haus, also brauchen wir nur 70 Arbeitsplätze. Ich glaube, das springt dramatisch zu kurz. Klar, auch in der Zukunft wird der Kostenfaktor ein wichtiger Faktor sein. Wir glauben intensiv daran, dass es entscheidender ist, den Nutzenfaktor stärker zu betonen und am Anfang eines solchen Projektes sich zu überlegen, was wollen wir erreichen? Warum bauen wir ein neues Büro? Warum ziehen wir ein neues Büro? Warum ziehen wir um? Was wollen wir tatsächlich betriebswirtschaftlich erreichen? Wollen wir unseren Innovationsgrad steigern? Wollen wir unsere Employer Attractiveness verbessern? Was sind die wirklichen Faktoren, die dazu notwendig sind? Und dann im Umkehrschluss darüber nachdenken, was muss das Büro können? Und das wird eben nicht nur auf der Gestaltungsebene stattfinden können. Daher ist es aus meiner Erfahrung auch sinnvoll, in solchen Projekten den Ausgangspunkt nicht in der eigentlichen Fachabteilung zu suchen, also eher nicht im Facility Management beispielsweise zu suchen, die natürlich intensiv mit einzubeziehen, aber der Ausgangspunkt muss im Business sein. Die Frage, wie das neue Büro aussieht, muss vom Marketingchef beantwortet werden, muss von Vertriebsmitarbeitern beantwortet werden, muss von Buchhaltungsmitarbeitern beantwortet werden und erst in zweiter Näherung dann vom Facility Management. Denn es rechnet sich und es muss sich rechnen. Erfolg kann und soll an konkreten Zielen festgemacht werden und das funktioniert auch. Das ist es, was ich Ihnen am Anfang als kurzen Impuls mitgeben wollte. Die längere Ausführung dazu finden Sie in diesem Buch, das Sie nachher, glaube ich, alle ausgeteilt bekommen, das gemeinsam mit Signa entstanden ist. Vielen herzlichen Dank, dass wir das gemeinsam tun durften und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Input. Ich habe zuerst in der Einleitung gesagt, das ist ja der perfekte Ort, um dieses Thema zu besprechen, weil die Erste Bank hat es ja recht radikal gemacht. Ursprünglich hat man da auch gehört, dass der Vorstand die Shared Desks und Clean Desks mitmacht. Jetzt haben wir gehört, man sollte ja gar nicht den Vorstand fragen, wie es ihm damit geht, sondern die Mitarbeiter. Aber so radikal war sie dann doch nicht, oder? Oder suchen Sie sich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz? Also erstens, wie
willkommen bei uns, nachdem ich heute der Hausmeister bin. Mag ich Sie sehr herzlich bei uns begrüßen. Also ich habe schon als radikal erlebt. Wir sitzen, auch wenn es keiner glaubt, auch als Vorstand in einem Open Office. Ja, was uns unterscheidet ist, wir haben alle eigene Schreibtische und B, wir haben uns eigentlich alle dazu verpflichtet, ein papierloses Büro zu haben. Geben Sie mir einen Schreibtisch, ich versaue mit 5 Minuten. Also ich bin irgendwie kulturell ein Eichhörnchen und glaube, ich lese alles noch einmal und sammle es da hier am Schreibtisch. Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Es war früher so, wenn ich mit meinem Corporate-Vorstandskollegen einen Termin ausmachen wollte, hat das 2 Wochen gedauert, bis wir uns dann endlich gefunden haben. Heute brauche ich nur den Kopf übers Kasterl halten und kann mit ihm was besprechen. Das Problem ist, er kann es auch. Soll heißen, wir haben natürlich die Form der Kommunikation massiv verändert. Wir haben wahnsinnig viel an Vorarbeit gehabt, um unsere Mitarbeiter vorzubereiten. Weil natürlich, so wie es schon im Eingangsstatement gefallen ist, in dem Moment, wo man sagt, Großraumbüro, gehen alle Alarmglocken los, der Betriebsrat wird aufgewertet, es sind immer irgendwann Betriebsratswahlen, das wird sofort ein Thema. Und ich glaube, was dem ganzen Unternehmen sehr gut gelungen ist, ist, dass in der entsprechenden Vorbereitung durch sehr transparente Informationen, was wir da tun, entsprechend sozusagen aufzubereiten. Und was bei uns, glaube ich, auch besonders dazugekommen ist, ist, dass wir ja vorher in Wien auf ganz viele Standorte verstreut waren und das für die Mitarbeiter, glaube ich, schon ein extrem schönes Erlebnis war, wie wir eingezogen sind, weil es auf einmal ein Unternehmen war. Und das fühlt sich schon ganz anders an, wenn sie an einem Standort versammelt sind, als wenn sie dann irgendwie zwischen 17 Standorten den ganzen Tag hin und her rennen. Das mag zwar vielleicht gesund sein, ist aber doch durchaus stressig. Und da, wenn man reinkommt, fühlt sie sich komplett anders an. Wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Wo ist das gekommen, zu sagen, wir machen nicht fixe Arbeitsplätze, fixe Büros, sondern gestalten das viel flexibler? Also ich bin damals im Projekt dabei gesessen, da ging es aber mehr um die Architektur. Ich glaube, am Ende des Tages hat es eh unser Herr Generaldirektor getroffen, natürlich aufbereitet von ganz vielen Menschen. Um die Tageszeit kann man Geheimnisse erzählen. Ich war ja nicht so sicher, ob das für uns mit dem Open Office wirklich so gut funktioniert. Und ich kann mich erinnern, die Andrea hat uns dann 3-4 Wochen, bevor wir übersiedelt sind, und ich habe meinen Graben geliebt. Ich habe, glaube ich, nach euch hatten wir das schönste Büro, oder? Ich habe gesehen auf die Freiung, auf den Kohlmarkt, am Graben, es war herrlich. Ich war eh nie draußen, aber es war schön rauszuschauen. Und die Andrea hat mich doch immer wieder motiviert, dass ich super finden werde und pipapo. Und dann sind wir da mal durch unsere Büros durchgegangen. Ich habe es wunderschön gefunden, habe mir nur irgendwie gedacht, also wenn man da zu 12 jetzt in einem Office sitzen, es wird laut, oder? Und wie kann ich mich dann konzentrieren und dann können mich da alle anreden und brauche ich das und pipapo. Und habe mir dann gedacht, das ist jetzt meine letzte Chance, meinen Herrn Generaldirektor zu fragen, ob es nicht doch gescheit wäre, wenn wir uns zumindest Glaswände aufstellen, oder? Und wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren sehr gut zusammen und ich glaube, das war eine der kürzesten Diskussionen, die ich je mit ihm gehabt habe. Sie hat ungefähr 4,5 Sekunden gedauert, weil er gesagt hat, nein, wenn wir das machen, machen es unsere Bereichsleiter und Abteilungsleiter pipapo. Und er hat natürlich völlig recht gehabt. Ich habe dann die eine oder andere Woche gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass ich so zugänglich bin für alle, war in der Phase mehr auf Dienstreise als sonst. Mittlerweile finde ich es eigentlich genial. Und es ist, die Frage, der Punkt war ja vorher völlig richtig zu sagen, es ist relativ wurscht, wie wir es finden. Da sitzen 4.500 Menschen und es hat erfreulich gut funktioniert. Ich meine, allein die Übersiedelung von so vielen Menschen auf einen Standort, das war wirklich perfekt organisiert, weil wir eben vorher viel Arbeit investiert haben und nachdenken, wie man das vernünftig machen kann. Und weil wir dann auch, während wir hier eingezogen sind und auch jetzt noch die Flexibilität haben, sozusagen, das entsprechende Bedürfnisse der Mitarbeiter entsprechend auszutarieren. Weil natürlich kommt man immer wieder unterwegs drauf, das eine oder andere muss man vielleicht anders machen. Aber es hat für uns summa summarum einen hohen identitätsstiftenden Faktor gehabt. Und es hat sich die Form des Arbeitens, seit wir hier sind, die Form des gemeinsamen Umgangs, hat sich schon massiv verändert. Dieses Stichwort, ich möchte nachher noch eingehen auf diese Widerstände, die da gekommen sind, vielleicht in einer zweiten Runde. Ich würde gerne nochmal nachfragen zu dieser Flexibilisierung. Das ist ja das, was da oben drüber steht. Man muss viel flexibler sein als früher.
Jetzt haben Sie diese Silicon Valley-Erfahrungen und da hört man so oder erlebt, wenn man dort ist, ganz Unterschiedliches. Wir haben gehört, es gibt Firmen, die voll auf Homeoffice setzen, es gibt andere, die ganz, ganz stark auf ihren Campus setzen und das auch ausbauen zu richtig ikonischen Gebäuden wie Apple jetzt. Was ist denn da, und bei denen ist klar, bei denen geht es halt das meiste aus diesen Mitarbeitern rauszuholen, also dass die sich möglichst wohlfühlen. Was erleben Sie denn da? Was ist denn da jetzt, gibt es so ein Rezept? Also als Disclaimer möchte ich sagen, dass einer meiner Aufgaben ist ja, hier Übersetzung zu machen von Information, Innovation und auch Kultur. Und dazu gehört natürlich der Workspace im weitesten Sinne. Und deswegen ist eine der Gefahren natürlich auch, dass man so die Rezepte, die man jetzt in Amerika sieht, ja, wo natürlich seit Generationen auch andere Werte zählen und auch eine andere Dynamik, ein anderes Risikoverhalten etc. auch am Arbeitsplatz, darf man natürlich meiner Meinung nach nicht eins zu eins zu übersetzen. Ja, das ist einmal der erste Punkt. Das zweite ist, ich finde wahnsinnig wichtig, was Sie gesagt haben, dass der Purpose, also warum macht man es überhaupt, das muss einmal ganz wichtig klargestellt werden. Ja, wenn ich sage, ich möchte Hierarchien abbauen, ich möchte Millennials anziehen etc., es muss relativ transparent sein. Der nächste Schritt, auch bevor wir jetzt über diese Flexibilitätsmodelle reden, ist auch ganz wichtig, wo ist eigentlich die Verankerung des Unternehmens heute? Weil wenn ich da so Geschichten höre vom Origami-Garten in Grammert-Neusiedl beim Steuerberater, dann wird es schwierig werden. Ja? Und das ist einfach diese Überzeichnung. Ich muss schon irgendwo schauen, das ist möglich für mich auch als Übersetzung. Deutsche Telekom hat da 250.000 Mitarbeiter. Wir können da auch nicht so umklicken und sagen so, und jetzt sind wir alle im Think-Space miteinander. Das heißt, ganz wichtig ist, das ein bisschen einzuordnen und auch wichtig noch, als fix the basic sozusagen, auch die Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Weil jetzt kann ich sagen, ich mache Open Space und Home Office und dann habe ich nicht einmal eine sichere Internetleitung, ja, oder habe nicht einmal irgendwo ein Device Management. Ich möchte wirklich jetzt nicht auf unsere Firma zu sprechen kommen, aber das ist schon mal extrem wichtig. Ja, weil sonst habe ich erstens einmal ein massives Sicherheitsrisiko, aber auch wieder massive Effizienz. Das heißt, ich muss wissen, warum mache ich es, wer bin ich eigentlich, ja, wie weit kann ich gehen und habe ich überhaupt die Infrastruktur dafür auch. So, und wenn man das jetzt dann weiterdenkt und ins Valley schaut, dann sieht man dort natürlich auch das Extrem von allem. Ja, das sind Leute, die so aufgezogen worden sind, das ist ein Startup-Umfeld, eine hohe Dynamik, durchschnittliche Behaltedauer der Leute ist so zwischen 3 und 4 Jahren. Ja, das ist einfach ganz eine andere Dynamik. Das heißt, der bindet sie jetzt nie so stark, dass der sagt, er hat jetzt seine ganzen Familiendevotionalien der letzten 15 Jahre dort auf seinem Schreibtisch stehen. Ja, das muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, hohes Maß an Flexibilität, aber, das ist meine Beobachtung zumindest, es werden extrem teure Campi gebaut. Ja, Apple hat 5,2 Milliarden investiert, Salesforce 1 Milliarde, das sind so Arbeitsplatzkosten, wenn man das durchdividiert, von ein paar hunderttausend Dollar. Die bauen solche Campi, by the way, Google und so waren die ersten, wo Leute tourismusartig hingekarrt worden sind, um den Arbeitsplatz zu beobachten. Wo hat es denn das früher gegeben? Dass da Leute unbedingt auch heute noch sagen, können wir ins Büro schauen. Ja? Das heißt, das ist alles sehr... Blöderweise geht es ja nicht mal bei Google, die haben ja gar nicht... Das wird jetzt wahrscheinlich schon limitiert. Ja? Aber was ich noch abschließend sagen möchte, ist, die bauen diese teuren Umfelder schon, dass die Leute auch dort sind. Ja, und wenn man so im Silicon Valley beobachtet, sind hunderte Busse, die Talente von San Francisco oder Oakland etc. darunter karren und es ist ein Commute von auch über 1 Stunde, sehr aufwendig eigentlich, aber die wollen die schon zusammen haben, weil Kreativität auch zusammen entsteht einfach, weil eine Kultur über das Zusammen entsprechend auch stattfindet. Heißt nicht, dass die nur in der Anwesenheit arbeiten. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, da ist durchaus so, dass um 5 Uhr die Busse den Campus verlassen, aber die Leute sind natürlich always on. Das heißt, es ist eine sehr hybride Form der Präsenz, physisch, aber dann insbesondere auch digital über die entsprechenden Arbeitsmittel. Wie sieht das bei Cisco aus, bei Ihnen? Haben Sie einen fixen Ort, wo Sie arbeiten oder schlagen Sie überall auf, wo Sie gerade sind? Eigentlich bei Cisco, so wie Sie das gerade jetzt dargestellt haben, wir arbeiten sowohl als auch.
Wir haben prinzipiell aus US, weil wir auch ein Silicon Valley Unternehmen sind, Großraumbüros. Aber in Büros sind dann Meetingsräume, die dann genau diese Möglichkeiten, dass wir unsere Arbeit richtig durchführen, uns gegeben. Wir haben Meetingsräume mit kompletter Connection und dann diese Digitalisierung, dass jeder darüber redet, wir erleben das. Weil wirklich die Applikationen und auch die Lösungen, die uns angeboten wird als Cisco, ist ja einfach gegeben. Und auch das ermöglicht uns genauso gut im Cisco zu arbeiten, egal wo weltweit wir unterwegs sind, als auch zu Hause für alleinerziehende Mutter oder Väter oder behinderte Mitarbeiter von Cisco und als auch Leute, die nicht in Ballung-Lokationen leben, Großstädte oder Hauptstädte, geben wir wirklich alle die Möglichkeit, durch unsere Lösungen und Technologien und Applikationen, dass sie wirklich gleiche Look and Feel sowohl in Cisco als auch außerhalb Cisco haben. Aber jeder hat einen Arbeitsplatz, einen physischen? Eigentlich nicht, nein. Wir haben auch Großraumsbüro und Quiet Rooms, dass die Leute, wenn sie wirklich arbeiten wollen, so eins zu eins reingehen, nachdenken wollen. Wir haben auch so, wie Sie gezeigt haben, wirklich ganz schöne so kreative so Arbeitsplätze. Und dann unsere Führer sind, unsere Leader sind nicht so, wenn sie zwei, dreimal vorbeigehen. Die sind, ich habe sehr, sehr oft bei Cisco erlebt, dass die Leute einfach in diese Freiräume sitzen, plaudern und auch arbeiten. Das ist nicht so gesehen, ja. Herr Stadelhuber, jetzt als Immobilienentwickler ist das ja eine fast unlösbare Aufgabe. Das ist eine Arbeitswelt, die sich so schnell ändert. Wenn Sie jetzt aber was bauen, dann müssen Sie wissen, was ein potenzieller Mieter brauchen wird in 5 Jahren, in 10 Jahren. Und Sie bauen ja nicht immer direkt mit Kunden, die sagen, ich brauche das und das, sondern auch für Leute, die es dann irgendwann mal mieten. Wie lösen Sie das? Also einfach große Flächen bauen und flexible Wände dann vorsehen oder wie geht sowas? Sie haben jetzt fast schon die Antwort gegeben. Die Lösbarkeit liegt darin, also erstens einmal ja, wir bauen, wenn wir großflächig im Office-Bereich bauen, im Großteil ohne Mieter. Wir wissen noch nicht, wer der Nutzer ist, wir wissen, dass es ein Büronutzer sein wird, also im Wesentlichen geht es nur um Bürofacilities. Du kannst dann keine Labors mehr einbauen, du kannst keine großen Veranstaltungsräume mehr einbauen. Das muss man parallel dazu planen. Es gibt da zwei Komponenten, das Lösbare ist, so flexibel wie möglich. Es gibt Außenwände, die müssen sein, es gibt ein Dach, das muss sein, es gibt einen Boden, der muss sein und es gibt Brandabschnittsabschottungen. Und dazwischen muss es so flexibel wie möglich sein. Zum einen muss es flexibel sein in der Phase, wo ich den potenziellen Mieter anwerbe, aber auch danach muss es noch flexibel sein. Wenn ich jetzt 10.000 oder 15.000 Quadratmeter an einen Büromieter vermiete, dann heißt das ja noch nicht, dass über die nächsten 10 Jahre sich die Arbeitsplätze nicht ändern. Das heißt, auch da muss man immer noch flexibel bleiben. Das kann man durch flexible Wände lösen, das kann man viel besser noch durch Möblierung lösen, damit ich diese Flexibilität habe. Und wenn man das ganze Ding weiterdenkt, dann denkt man und spricht man nicht mehr über Zimmer oder Räume, Sozialraum, Einzelbüro oder Ähnliches. Schrecklich. Es geht um Zonen. Sie schüttelt es beim Einzelbüro oder alle anderen beim Großraumbüro? Nein, aber es geht nicht mehr nur darum, habe ich ein Einzelbüro, habe ich einen Arbeitsplatz oder nicht. Ich brauche Zonen, ich brauche Kreativzonen, ich brauche Denkerzonen, ich brauche die Kommunikationszonen, weil jeder weiß das von uns. Und der Herr Kühmeier hat es auch abgefragt, wo haben Sie Ihre kreativen Ideen? Und ich will natürlich auch schauen, dass ich die Leute mit ihrer Kreativität und all dem, was sie zu tun haben, im Büro halte. Weil Innovation und Kreativität entsteht durch Kommunikation. Und das sind die wesentlichen Teile. Ein nahezu noch unlösbares Problem ist, aber auch da arbeiten wir gerade dran, wie gehe ich damit um, wenn sich die Unternehmensgrößen in den 10 Jahren verändern. Und wenn ich heute mit dem Peter Bossek ein Mietvertragsgespräch führe über 10.000 Quadratmeter, dann weiß er nicht, ob er in 8 Jahren immer noch die 10 braucht, ob es weniger oder ob es mehr wird. Was mache ich dann, wenn das Haus voll ist? Das geht bei ganz großen Häusern, dann kann ich versuchen, immer zu changieren oder andere Lösungen, an denen wir gerade konzeptiv unterwegs sind, aber muss man mal schauen, ob das geht. Das sind natürlich dann. Aber was zum Beispiel? Das ist ja wirklich unlösbar, Sie können ja nicht Stockwerke draufbauen, wenn jemand mehr Platz hat. Nein, es ist nicht ganz lösbar, weil nehmen wir mal an, die erste Bank wird größer, daneben sitzt ein Kreativbüro, der wird kleiner oder übersiedelt.
dann muss ich immer im Vorfeld wissen, wo verändern sich die Flächen, dann kann ich sagen, du kannst die Flächen haben, wenn der nächste kommt, können wir schauen, dass wir es räumlich wieder zusammenziehen, damit ihr nebeneinander oder übereinander seid. Also es ist quasi wie ein Puzzlespiel mit Räumen und Zonen. Was bauen Sie gerade in Wien, dass man sich so vorstellen kann, wie groß die Flächen sind, die Sie gerade in also Arbeit haben? Wir bauen jetzt gleich hier um die Ecke quasi zwei große Blocks weiter. Das Projekt Die Icon, es sind drei Türme, 70.000 Quadratmeter Bürofläche, knapp die Hälfte der Fläche ist vermietet. Wir bauen dort noch 5 Quartale lang. Wir sind dort an der besten Übergangsfläche vom Bahnhof zum Südtiroler Platz, sprich zur U-Bahn, haben dort hohe Frequenzlagen und eine dementsprechend sehr gute Qualität. Wir haben als zweites Projekt aktuell im Bau den Austria Campus, 200.000 Quadratmeter Bürofläche. Die Hälfte ist das größer als Ihre, Herr Bossack? Natürlich. Wir sind eine kleine Sparkasse, eine Bescheidung. Die Hälfte davon nimmt die Bank Austria, die andere Hälfte wird ein anderes Büro. Also die Bank nimmt dort nur die Hälfte. Aber das Wesen dort ist, dass wir nicht nur 200.000 Quadratmeter Büro machen, wir bauen ein kleines Hotel. Wir haben einen der größten Kindergärten von Wien dort mit 2.000 Quadratmeter. Wir haben ein Ärztezentrum, wir haben ein Gym. Das sind alles Dinge, die fordern die Mitarbeiter. Das ist auch ein Teil der Mitarbeiterbindung. Und es löst sich ja Arbeits- und Freizeit immer mehr auf. Am Handy habe ich alles, was ich kann es machen, wann ich will. Warum darf ich dann nicht tagsüber unterbrechen, gehe ins Gym, tue nämlich ab, habe vielleicht kreative Ideen und kreative Einfälle. Und wenn ich das alles räumlich anbieten kann, ist das auch ein Teil der Lösung der Themen, die wir gerade diskutieren. Danke. Jetzt gibt es ja doch Widerstände. Immer, also jedes Mal, immer zum Beispiel dieses Zimmerpflanzenthema kommt immer auf. Das wundert mich immer am meisten. Die Hunde kommen immer auf. Wo kann ich meine Familienfotos hinstellen, kommen immer auf. Jedes Mal, wenn Sitzplätze geändert werden, wenn man jetzt so radikal ändert, wie es bei Ihnen war, wo Sie von der Innenstadt noch dazu hier in die auch in den Stadt, wie wir es nennen, weil wir sind ja auch hier daneben, da kommt ja auch einiges an Widerständen zusammen. Ich möchte mal kurz fragen, wer von Ihnen arbeitet in Großraumbüros? Ja. Und wer hat ein Einzelbüro? Das sieht man, es sind hier viele Führungskräfte versammelt. aus Ihrer Studie heraus, worauf muss man denn, was sind denn die größten Widerstände? Sind das diese Kleinigkeiten, die mal aufpoppen, oder ist es die Angst davor, dass es einfach laut ist oder dass man keine Heimat mehr hat an seinem Platz? Ja, in der Tat ist es ja gar keine Kleinigkeit, ob man keine Heimat mehr hat oder nicht. Also ob die Pflanze jetzt da steht oder nicht, ist ja nur Ausdruck eigentlich einer Sehnsucht, die wir mit dem Arbeitsort auch verbinden, nämlich Individualisierung, die Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und immer stärker eigentlich auch in einem hektischen und fragmentierten Arbeitsalltag, der aus immer kleineren, kürzeren Portionen besteht, so etwas wie Stabilität, Ruhe und eben Heimat im bestmöglichen Sinne sozusagen zu finden. Und da ist die Frage, wie kann ich das anders erlösen, wenn ich es nicht durch die Zimmerpflanze, durch das Foto vom Fifi oder ähnliche Dinge haben kann. Ich finde einen zweiten Faktor spannend, weil Sie gesagt haben, welche Widerstände gibt es. Das können wir hier ganz gut diskutieren, weil so viele Führungskräfte auch da sind. Wenn wir mit Führungskräften sprechen und über neue Arbeitsmodelle, neue Arbeitsformen sprechen, hören wir, also nicht bei Ihnen, aber bei den Wettbewerbern natürlich, hören wir sehr häufig, so werden meine Mitarbeiter nicht arbeiten. Das wird nicht akzeptiert oder überhaupt, wenn wir so viel Freiheitsgrade schaffen, dann arbeiten die gar nichts mehr, dann gehen sie nur noch ins Gym und ähnliche Dinge. Und ich finde, das ist eine Frage des Menschenbildes, das man sich zurechtgelegt hat, ob man sozusagen Gefängnisse bauen muss, in denen man Mitarbeiter bestmöglich festhält, weil sie sonst nicht produktiv sind, oder ob man Freiheit und Attraktivität miteinander verknüpft und sagt, das ist der Ort, wo Menschen gerne herkommen und leidenschaftlich einen Beitrag leisten. Und das aber beginnt, das heißt, Sie haben viel zu tun mit Leuten, die die Kontrolle haben wollen sozusagen und naja, da Angst haben, dass sie sie verlieren. Jetzt muss man ja dazu sagen, wenn wir über Veränderung von Arbeitswelt sprechen, die meisten derjenigen, die jetzt in Top-Positionen sind, sind ja in einer anderen Zeit sozialisiert worden und nicht in der Zeit, wie jetzt gearbeitet wird. Und die Rolle von Führungskräften, Top-Führungskräften, aber auch Mittelmanagement, hat sehr intensiv in der Vergangenheit mit Command und Control zu tun gehabt. Mit dem Aufrechterhalten eines bestimmten Status, mit dem Aufrechterhalten von reibungslosen Prozessen. Das sind Dinge, die aus dem industriellen Zeitalter ganz natürlich kommen. Das darf man niemandem zum Vorwurf machen. Was man zum Vorwurf machen kann, ist, die Augen zu verschließen vor einer sich veränderten Realität, heute schon und in der Zukunft.
Und die Zukunft wird eben nicht durch möglichst reibungslose Prozesse wahrscheinlich erfolgreich sein, sondern durch Querdenker. Ich finde das immer spannend, wenn wir über Arbeitswelt sprechen. Es suchen, also wenn man sich Jobinserate anschaut, alle suchen immer die innovativen Querdenker, die mit frischen Ideen daherkommen und irgendwie einen neuen Beitrag leisten. Also ich kenne kein Jobinserat, wo irgendwie steht, wir suchen den langweiligen Durchschnittsmitarbeiter, der das Gleiche, was er woanders 20 Jahre schon gemacht hat, jetzt bei uns macht. Gesucht werden immer die Querdenker. Offensichtlich schwierig genug, sie zu finden, aber dann ist die zweite Frage, wie überleben die bei uns? Weil der Querdenker ist ja von vornherein ein Störfaktor in der Organisation. Das heißt, ich muss ja, damit diese zarte Pflanze des Querdenkens funktionieren kann, damit Innovation eben nicht nur im Labor stattfindet, sondern quer durch die ganze Organisation, Führungskräfte auch ertüchtigen, zu sagen, genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Irritation, wir brauchen den Dorn in der Ferse sozusagen. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, von Anfang an, so wie Herr Bosek das auch gesagt hat, Führungskräfte mit einzubeziehen und sie auch darauf vorzubereiten, was bedeutet das für eine neue Art der Führungsarbeit. Weil da waren ja schon viele Ängste. Ich kann mich erinnern, so die letzten Besuche da am Graben, mal so, und jetzt haben wir nur mal so eine komische Filztasche, es waren Filztaschen, und jetzt haben wir nur so eine Filztasche und wie wird das werden? Na, ich glaube. Es sind auch Prestige-Dinge, die da verloren gehen: der große Schreibtisch, das Vorzimmer, Etage. Das war emotional mehrschichtig, oder? Auf der einen Seite war es so ein bisschen Wehmut dabei, oder? Weil am Graben sind wir gefühlt seit 200 Jahren. Und sozusagen sich vom Graben zu verabschieden, hat ein bisschen was mit Wehmut. Ängste, ja, in einer sehr spannenden Form. Ich kann mich erinnern, wir haben so mitten während des Baus haben wir am Wochenende so Mitarbeiterführungen gemacht. Und ich kann mich an eine Kollegin erinnern, die mich dann dort gefragt hat, weil wir ja eben nicht für jeden einen Arbeitsplatz haben. Und Herr Bosek, was heißt das dann, wenn ich dann in der Früh komme und finde keinen Arbeitsplatz? Kann ich dann wieder zu Hause gehen und Sie sagen mir trotzdem, es ist Arbeitszeit, oder? Und das war für mich so, aha. Und es ist ja so, wie Sie gesagt haben, es ist natürlich sozusagen eine gesellschaftliche Veränderung. Aber man darf nicht vergessen, wir leben in einem Land, wo das Arbeitsrecht auch sehr, sehr ausgeprägt ist. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine Diskussion vor 20 Jahren im Betriebsrat, der mir gesagt hat, hör zu mal, die Menschen sind nicht da, dass sie was arbeiten, die Menschen sind dazu da, dass sie hier sind, von bis, oder? Und ob sie dazwischen was weiterbringen oder nicht, ist per se nicht so notwendig. Ja? Das hat sich halt schon massiv verändert. Und ich glaube, wir müssen schon irgendwie irgendwann anfangen zu verstehen, wir wollen alle, so wie Sie sagen, die Kreativen, die Innovativen, die mit Leidenschaft durchs Leben brennen oder vor allem durch den Job brennen, oder die wollen wir dauernd. Und verhalten tun wir uns manchmal noch wie zu Fortzeiten am Fließband mit der Stechuhr, oder? Und das müssen Sie vor allem bei den Führungskräften irgendwie weiter transportieren. Mir ist völlig egal, wo meine Mitarbeiter sind. Und ich glaube meinen Mitarbeitern Gott sei Dank auch völlig egal, wo ich bin. Und wenn man mich jeden Tag sieht, ist es auch kein Vorteil. Es geht ja um den Output, oder? Und wir haben mittlerweile alle sozusagen an technischer Ausstattung so viele Dinge, dass, so wie der Christoph gesagt hat, ob ich jetzt zu Hause bin oder dort bin oder im Flugzeug sitze, oder im Flugzeug wird es schon besser mit dem WLAN. Wir sind, auf der einen Seite ist Arbeit nicht mehr verortet und ich glaube sozusagen die Funktionsweise von Headquartern oder sonstigen Dingen hat sich massiv verändert. Das hat viel mehr mit Identitätsstiftung zu tun. Ich komme sozusagen berufstechnisch hier wieder nach Hause, nachdem ich in 5 anderen Ländern war. Und das hat eine ganz andere Bedeutung als vorher. Noch einen Punkt, weil der Thomas das vorher erwähnt hat mit Google und dem Tourismus, und ich war ja auch 3-mal dort, mag schon erwähnen, weil ich da mein Ego habe. Die Andrea, glaube ich, hat schon gefühlte 200 Führungen für die Raiffeisen gemacht. Es fühlt sich schon an wie ein Hostel-Takeover und ich freue mich, dass auch heute Kollegen von der Bank Austria da sind. Wer ist denn insgeheim hier, um die Führung nachher zu machen? Also es gibt eine, das will ich nicht aufzeigen, aber es gibt dann auch eine Führung, also man kann sich da ansehen. Oder? Ja. Drei. Drei sogar, also Sie können in Gruppen durchs Haus gehen und sich das ansehen. Ich möchte noch einmal nachfragen, was die Kommunikation betrifft. Sie haben zuerst gesagt, es ist wichtig, dass die Leute zusammensitzen, weil da entsteht Kreativität und da entsteht Identität und Bindung. Aber natürlich sind wir alle wahnsinnig viel unterwegs, viel mehr als früher. Bei Cisco haben Sie gesagt, es ist egal, wo man ist, man hat immer die gleiche Einstiegsfläche, man ist immer zu Hause, wenn man den Laptop oder den Tablet auftritt. Ganz mit welcher? Also ich meine, ich vermute, Sie arbeiten nicht mit WhatsApp-Gruppen. Und das ist ja jetzt schon, also wie kommuniziert man dann in solchen flexiblen Büros, wo man nicht weiß, wo trifft man jemanden an?
Was verwenden Sie für Systeme? Eigentlich Cisco ist Marktführer im Bereich Kommunikation. Und wir haben wirklich die beste Conferencing Systems, Videosysteme und auch Applikationen, die uns die gleiche Gefühl geben, ob wir jetzt ein iPhone nutzen, ein iPad nutzen oder im Büro unsere Laptop auf dem Schoß haben oder so wie der Herr Bosse gesagt hat, im Flieger sitzen und halt durch Wireless LAN einwählen. Ich habe oft das schon Calls und Videokonferenzen gemacht, wenn ich dann einen Overseas-Flug gehabt habe. Das ist lustig, was nicht vorgekommen ist, ist der Schreibtisch in Ihrer Aufzählung jetzt. Ich schaffe meinen jetzt ab, weil ich ihn nie benutze. Schreibtisch nutzen wir auch, aber dadurch wir wirklich so richtig Ziele haben und dann Task haben und unsere Arbeit richtig durchführen müssen, dann müssen wir auch kreative Arbeitswelten für uns schaffen. Und das ist, ins Büro gehe ich schon, aber was soll ich dann unter einem Tisch machen oder hinter einem Tisch machen, wenn ich nicht der richtige Applikation da hinten habe oder der richtige Verbindung da hinten habe. Deswegen haben wir auch, so wie ich auch gesagt habe, in alle unsere Büros und auch alle unsere Kunden Meetingsräume, die wir dann wirklich sehr, sehr kommunikativ, wir haben eine unserer Geräte hier, das ist ein Sparkboard, mit dem können wir genauso gut eine Conferencing machen, ein Videoconferencing machen, ein Whiteboarding machen, Document Sharing machen und dann, wenn ich diese Geräte entweder bei mir auch zu Hause habe, dann kann ich genauso produktiv sein, wie ich dann auch in einer Meetingsroom sitze. Deswegen, das ist wirklich so platzunabhängig, das, was wir anbieten und das funktioniert tadellos für über 70.000 Mitarbeiter bei Cisco. Herr Kicker, Sie waren ja in Wien bei T-Mobile drüben, auch hier in dieser schönen Gegend. Ja. Sie haben ja schon vor mehreren Jahren Ihren Vorstand aus der Vorstandsetage entfernt damals. Wie ist das angekommen? Hat es da Widerstände gegeben? Also außer von uns nicht so viele, außer von der Abteilung, wo wir dann beheimatet waren. Aber es ist wirklich so, dass wir als Geschäftsführung, die auch immer kleiner geworden ist, aber wir waren 4 Leute und haben vor 5 Jahren schon uns aus dem 12. Stock in dem T-Center dann in den 6. Stock, in die Mitte des Unternehmens gesetzt, zwischen Vertrieb und Marketing und uns auch in einen Raum gesetzt, einen relativ kleinen Raum, hat zwar jeder auch Besprechungszimmer gehabt, mit all den Vorteilen, die der Peter auch bereits erzählt hat. Wir hatten auch, das Gebäude schaut relativ neu aus, ist aber jetzt auch schon 12 Jahre alt oder so. Und insofern war das bautechnisch teilweise nicht so trivial. Ja, wir haben dann auch begonnen, Einzelzellen für Telefonate und Ähnliches zu bauen und sind dann halt draufgekommen, dass du die Akustik spielt eine Riesenrolle in dem ganzen Thema. Ja, nicht nur im Callcenter, sondern auch für Einzelräume. Ja, wir hatten eigentlich gar nicht die Möglichkeit, hier wirklich halbwegs schalldichte, aber luftzuführende Räume zu schaffen, exposed. Ja, das heißt, das waren alles so Herausforderungen, denen wir ausgesetzt waren. In Summe, diese kulturelle Entwicklung, Vorstand von 12. Etage in 6. ist an sich wirklich sehr gut angekommen. Ja, das war trotzdem, es gab einen kleinen Vorstandsbereich dort noch, aber es war mitten im Geschehen drin, der Austausch hat sehr gut funktioniert mit den Leuten, man ist präsenter und Ähnliches. Es ist auch heute noch so bei T-Mobile, also ich glaube, dass es ein Modell ist, das durchaus sich durchsetzen wird. Kann man sich das auch anschauen? Machen Sie auch Führungen? Also wir machen keine Führungen. Sie sind ja jetzt nicht mehr hier. Aber wir haben natürlich für unsere Kunden machen wir fast alles. Wutram können wir nicht zur Verfügung stellen. Gott sei Dank, unsere Kunden sind nicht mit. Genau. Ja, also wir machen das, Führungen gibt es nicht, aber es ist, glaube ich, relativ plastisch. Wir haben es natürlich auch ausgekleidet mit bunten Farben und ein paar lustigen Sitzmöbeln. Also insofern ist das sicher auch ein ganz wichtiges Element für den Kulturwandel. Da ist halt auch wichtig, dieser Kulturwandel meiner Meinung nach muss trotzdem flexibel bleiben, weil zu den Widerständen, es zeigen da die Leute dann eh, was nicht funktioniert. Ja, und das ist teilweise bis hin zu absurd. Ja, das ist kaum planbar, meiner Meinung nach. Das heißt, was wichtig ist, ich glaube, wenn man dann so einen Transformationsprozess im Arbeitsplatz oder im weitesten Sinn im Workspace hat, dass das ein Prozess ist, der erstens perfekt begleitet ist. Ja, also es muss ja, alle müssen darauf vorbereitet werden, warum machen wir das überhaupt, die Vorteile raus etc. Aber danach musst du flexibel bleiben. Ja, wenn du draufkommst, diese Zellen funktionieren nicht, dann musst du das aber wieder wegmachen. Also das ist auf keinen Fall ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Fehler zugeben. Absolut.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Will vielleicht jemand seine Erfahrungen mit einem laufenden Umzugsprozess oder mit den Überlegungen beitragen? Oder haben Sie vielleicht Fragen? Zeigen Sie mir mal kurz auf. Dann frage ich mal nochmal hier am Podium. Wir haben jetzt viel gesprochen über, wie man es organisieren kann. Was würde man denn tun, wenn man es ganz neu baut? Also wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, auf die grüne Wiese zu stellen. Sie haben das gerade gemacht. 2 Jahre jetzt, oder? Ja. Sind Sie hier? Ja. Ja, vor 2 Jahren haben wir ziemlich genau begonnen. Also das ist eigentlich so richtig State of the Art. Gibt es etwas, das Sie jetzt schon anders machen würden? Nein, überhaupt nicht. Wir sind mega happy, dass wir das in Zeit und unter Budget geschafft haben. Wir haben ja begonnen mit der Planung, da gab es gerade so Dinge in Österreich wie Flughafen und so. Jetzt, glaube ich, heißt das Nordspital. Da ist man dann schon irgendwie alarmiert und will das natürlich wirklich gut herkriegen. Und wir hatten einfach ein super Team, das das super gemacht hat. Und das, mega happy. Und können Sie auch wieder was ändern? Also wenn sich jetzt herausstellt, es arbeiten alle gerne, was in Räumen mit 8 Personen drinnen, die immer die gleichen sind. Wird das gehen oder haben Sie sich da jetzt festgelegt auf eine bestimmte Art? Also aus meiner Sicht haben wir uns da jetzt schon sehr klar festgelegt. Und ich finde es auch irgendwie sehr, sehr, sehr skurril, wenn wir da jetzt irgendwie wieder davon abgehen würden. Ich glaube, das, was der Thomas vorher gesagt hat und das erzählt hat, wie er sozusagen vom 5. in den 6. Stock gezogen, oder 6., also halt irgendwie in die Mitte des Unternehmens, T-Mobile ganz gut kennen. Ich glaube, warum es dort auch so gut funktioniert, es hat extrem was mit den Menschen zu tun, die das dann machen, weil das kam bei euch einfach extrem authentisch rüber, oder? Weil ihr habt das als Personen verkörpert. Ja. Wenn da irgendwie sich Menschen anfangen zu verstellen, dann merkt das eigene Unternehmen ganz, ganz schnell. Soll heißen, wenn man das nicht selber aus tiefem Herzen mitträgt, dann sollte man es lieber bleiben lassen. Und umso komischer wäre es, wenn wir jetzt in 3 Jahren kommen würden und sagen würden, also so Einzelbüros sind doch das Beste seit geschnittenem Brot. Wäre irgendwie sehr schräg und dann wäre irgendwas falsch mit uns. Bei Cisco, wenn was neu gebaut wird, oder wenn Sie sich jetzt überlegen würden, wenn ich es auf die grüne Wiese stelle, ja. Was würden Sie bauen? Eigentlich Cisco baut, so wie ich auch gesagt habe, weltweit hat gleiche Konzept. Wir haben Großraumbüros, soweit einfach und so viele Mitarbeiter eigentlich in jedem Büro sind. Und dann haben wir so richtig super tolle Meetingsräume und dann wir bringen auch Leute, dass das anschauen. Wir bringen wirklich unsere Kunden und auch Leute dorthin, dass sie dann wirklich die ganze Technologie, was wir in unseren Räumen haben, auch anschauen. Und natürlich dann. Wo sind Sie in Wien, damit man weiß, an wem man sich. Im Millennium Tower. Wir sind im Millennium Tower. Das heißt, man kann sich jetzt an Sie wenden, wenn jemand Cisco. Absolut, ja. Und sehr gerne. Ich kann das Headquarter von Cisco auch nur empfehlen, da war ich auch. Also ich bin so ein Bürotourist. Und man muss sagen, der CEO ist dort Kantinen essen. Also ein extrem nettes Unternehmen und wirklich sehr beeindruckend, wenn man unten reinkommt. Sehr cool. Eine Frage, die sich ja auch stellt, Herr Kümmerer, ist so diese Frage Produktion und Büroräume. Wir haben jetzt immer über Büroräume gesprochen, aber wir sprechen ja auch über Unternehmen, wo auch produziert wird, über Industrieunternehmen oder vielleicht so aus der eigenen Erfahrung, bei uns geht es um die Frage Studio, also die Produktion von Fernsehen und zum Beispiel Verkauf. Haben wir jetzt an einem Standort, waren früher mehrere, hat Riesenvorteile, machen aber nicht alle. In Deutschland zum Beispiel ist das ganz getrennt. Wo sind denn da die Trends? Wenn man jetzt neu baut, fasst man das ganze Unternehmen an einem Standort zusammen oder ist es eher so nach wie vor der Trend, das Büro, die Bürokräfte, der Vorstand ist in der Innenstadt und die Fabrik steht draußen? Ich finde, das beste Beispiel dazu ist Daimler, Mercedes-Benz, wo vor dem aktuellen Vorstand, der das Unternehmen ja radikal eigentlich auf Innovationsgeist und auf Modernität bürstet, der Zetschet, davor, der Vorstand hat einen eigenen Vorstands- und Management-Campus gebaut, so wie Sie gesagt haben, nicht in der Innenstadt von Stuttgart, weil die ist genauso hässlich wie die Randbezirke, aber hat sich halt so einen Palast irgendwo hingebaut, sozusagen den typischen Glaspalast, da sitzt das Management weit weg von der Fabrik. Und was das Zetsche als erstes gemacht hat, ist, dieses Teil zu schließen und hat gesagt, wir müssen in der Fabrik sitzen, wir müssen ganz nah dort sein, wo das geschehen ist. Jetzt sitzt der Zetsche auch nicht direkt am Förderband, also der Illusion brauchen wir uns auch nicht hingeben. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dort, wo das Geschehen stattfindet, ganz nahe Berührung zu haben und nämlich auch räumliche Berührung zu haben. Und ich habe das vorhin bei
so kurz angezogen zum Thema sagen auch Innovation. Wo findet Innovation statt und wie getrennt ist die von Produktion? Und wenn wir in Filme schauen zum Beispiel, dann wird Innovation immer mit Labor übersetzt. Man sieht immer diese, also wenn irgendwo das Wort Forschung oder Innovation vorkommt, sieht man irgendwie diese Nerds im weißen Arbeitsmantel mit diesen Schutzbrillen, die dann irgendwie einen Code eingeben müssen, dass man überhaupt bis zu denen vordringen kann, Videoüberwachung, das ist der geheimste Ort der Firma. Und das ist aber nicht mehr so. Forschung, Entwicklung, Innovation findet an den Außengrenzen des Unternehmens statt, dort, wo wir mit Kunden, mit Partnern, mit Lieferanten in Kontakt stehen. Das heißt, ich glaube, dass es einerseits um Nähe geht und andererseits um Offenheit nach außen zu Partnern, zu Kunden, zu einer Attraktivität führen muss, zu sagen, ich mag dort dabei sein. Und da vielleicht noch von einem anderen Automobilhersteller berichten, zufälligerweise, weil Sie Produktion gesagt haben, wo ein Kollege von mir unlängst ein Projekt gemacht hat und sich, um die Organisation gut zu verstehen, 3 Monate lang im Werk gearbeitet hat. Und das Interessante war, da ging es um ein Getriebewerk und die Mitarbeiter dort haben an einem neuen innovativen Getriebe gearbeitet und der Forschungsvorstand hat gesagt, so, alle Ingenieure, die dieses neue Getriebe bauen, wir treffen uns im Werk, damit wir uns einmal anschauen, wie das alte ausschaut und dann weiter. So, Treffpunkt nächster Dienstag, 10 Uhr. Und von den, weiß ich jetzt nicht, 50 Ingenieuren haben 40 dort nicht hingefunden, weil sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, wie das, was sie auf CAD-Monitoren zeichnen, tatsächlich produziert wird. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis. Man braucht diese Nähe, diese Integration und daher ja, keine Paläste, keine Glaspaläste bauen, sondern das Leben abbilden, das unternehmerische Leben. Gegenbeispiel Tesla, oder? Wo das Büro mitten in der Fabrik ist. Ja, genau. Das Büro mitten in der Fabrik. Wir haben vorhin über Flexibilität auch gesprochen. Ich glaube, immer dann, wenn man so separate Einheiten baut, limitiert man sich ja eigentlich auch in seiner Flexibilität sehr stark. Es ist über Campus auch gesprochen worden. Ich finde den Austria Campus deswegen auch spannend, weil er eigentlich ein urbaner Campus ist, der in der Stadt stattfindet, so wie hier auch das Gebäude eigentlich in der Stadt stattfindet und eben nicht sowas ist, wo man eine Stunde lang hinpendeln muss. Denn die Gefahr dabei, bei diesen Campi, die dann irgendwo draußen sozusagen am Juche stehen, wo man dann Fitnesscenter und alles reinbaut, damit die Leute nicht mehr weggehen von dort, ist ja, dass man eigentlich räumliche Blasen baut. Dass die Mitarbeiter dort die ganze Zeit eigentlich mit sich selber beschäftigt sind und keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Und das limitiert Innovationskraft auch enorm. Das heißt, Sie sagen, eigentlich ist besser in der, also viele, die herausgezogen sind, hatten nicht den Eindruck, dass es in der Stadt ist. Bei uns war das so zumindest, da in Neumarkt. Aber inzwischen merken wir sind doch nur 10 Minuten weg. Quasi, ja. Wir fahren dann Rad. Kann man übrigens auch anschauen. Da hinten ist der Michi Stix, der macht ganz gerne Studio- und Büroführungen. Das heißt, Sie sagen, besser in der Stadt, also besser angeknüpft. Ich glaube, dass dort, wo Arbeitswelt und Freizeitwelt miteinander verschmelzen, was Sie vorhin auch gesagt haben, muss das Büro einen urbanen Charakter haben. Und ob der jetzt am Graben 1010 Wien, Graben 1 oder was auch immer eure Adresse sozusagen war, vorher stattfindet, oder 21. Zwei U-Bahn-Stationen, bitte? 21, ja. Richtig. oder zwei U-Bahn-Stationen außerhalb, also ich glaube, das ist ein urbanes Gebiet hier. Ja, absolut. Ja? Klar, der Gürtel ist jetzt vielleicht nicht so schön wie der Kohlmarkt, da sind wir uns schon einig, ja? Aber hier ist buntes Leben, hier ist Trubel, hier ist Bahnhof, hier ist alles letzten Endes. Und das macht einen riesen Unterschied, ob ich das hier stattfinden lasse oder dann im zweiten Bezirk stattfinden lasse oder ob ich in St. Stinkenbrunn und der Jauche am Reißbrett einen Campus hinbaue und den auf Apple kopiere und ein rundes Gebäude hinbaue und sage, ja super, das wird es jetzt sein. An das glaube ich nicht. Wir zählen ja auch darauf, dass die Erste Bank Mitarbeiter das jetzt zu einem Boulevard machen werden. Na, also worauf wir schon einkaufen. Stolz sind, ist eigentlich unser Lokalkonzept. Ja. Also ich meine, wir haben hier das IKI, das ist so ein Mochi Klon, wir haben unser George Café, das ist, und weil Sie vorher gefragt haben, wie hat sich das verändert, Menschen machen jetzt ihre Schulfixe nicht mehr irgendwo im Teil des Campus, sondern treffen sich im George Café und das ist schon sehr lässig. Ich meine, Sie haben natürlich nicht diese Geheimhaltung Abgeschiedenheit, aber dieser Teil der Welt hat sich ja auch verändert und das ist, also da fühlt man sich selten allein. Schön. Ich möchte noch was ergänzen, vielleicht ja, kurz bitte. Ergänzen. Ein drittes Beispiel aus dem automotiven Bereich, wo es gerade in die andere Richtung läuft.
ein großer Autokonzern in Niedersachsen verlegt gerade seine Innovations- und Forschungsabteilung oder überlegt, nach Berlin zu verlegen. Also raus aus der Produktion, hunderte Kilometer weg nach Berlin. Warum? Weil sie die kreativen Leute nicht in die Stadt bringen, wo die produzieren. Die brauchen ein kreatives Umfeld, ein spannendes Umfeld, ein urbanes Umfeld. Und das kann die besagte Stadt viel weniger bieten wie Berlin. Dort geht es in die ganz andere Richtung. Ich bin aber nicht sicher, ob die wirklich die Forschungsabteilungen zum Auto verlegen oder die Mobilitätsforschungsabteilungen. Weil dann baust du ja kein Auto mehr, dann baust du ja Mobilität und dort geht es in Wirklichkeit auch bei den Automotiven hin. Vielleicht nur ein Kommentar dazu. Ich kenne solche Beispiele auch. Da ist ja auch die Sehnsucht dahinter der ganz großen Organisationen, an die Startup-Szene irgendwie anzudocken. Das funktioniert eh gut. Die Frage ist halt immer, wie funktioniert die Anschlussfähigkeit dieser Unit, die dann in Berlin hockt, gegenüber den 30.000 Mitarbeitern, die in Burg sozusagen wahnsinnig spannend, arbeiten. Ja? Wahnsinnig spannendes Thema, genau. Aber interessant, dass man sich das zutraut und sagt, okay, ich kriege die Leute nicht in die Stadt, ich muss nach Berlin wandern. Ja, da kommt dann die Kommunikationstechnologie ins Spiel, oder? Dann muss die Kommunikation funktionieren. Ja. Die ist sowieso immer im Spiel. Die ist sowieso, ja. Hier ist im George Café. Herr Stadlober, ich würde Ihnen gerne das Schlusswort geben. Wenn Sie sind ja jemand, der neu baut und sich das überlegt. Wenn Sie so ein bisschen über das hinausdenken, was Sie jetzt bauen, was glauben Sie, wohin geht das? Was werden Sie in 10 Jahren bauen? Was wird da gefragt werden? Es gibt noch ein Element, bevor man baut, muss man wissen, wo man baut. Das ist die Standortfrage. Und es gibt immer 2 Arten von Ängsten bei den Mitarbeitern. Die erste Angst ist immer die, wo wird der neue Standort sein? Der muss verkehrsgünstig sein, sonst dann ist es ein No-Go. Sonst dann haben die Betriebsräte High-Time und können auffahren. Lustigerweise ist es aber eine viel geringere Angst, als wie, wo werde ich sitzen, wie schaut das Büro aus? Schlicht und einfach deshalb, Standortfragen sind zentral vom CEO vorgegeben, im Wesentlichen. Zufälligerweise wird die Distanz zwischen Wohnort des CEOs und Bürostandort etwas kürzer, als wie es vorher war. Aber das sind sicherlich nur Zufälle, die hier passieren. Wo würden und wie würde man bauen? Man muss auch im Office-Bereich zentral und urban bauen. Es wird nicht funktionieren, wenn ich komplett an den Stadtrand rausgehe, außer ich bin in Quartieren, wo ich wieder urbane neue Quartiere baue. Das heißt Freizeit mit Wohnen, mit Büro vermischt. Und wenn ich das zentral kann, so wie wir es bei den beiden Projekten hier in Wien, aber auch in Berlin können, dann habe ich eine Grundvoraussetzung, die gegeben ist, damit das Projekt auch ein Erfolg wird. Darüber hinaus geht es dann wirklich nur darum, und es gibt nur ein einziges großes Schlagwort, flexibel bleiben. In dem Objekt, das ich baue, so flexibel wie möglich bleiben, weil nur dann kann ich die Zukunftsanforderungen, von denen keiner weiß, wo es hingeht. Die geht in der Bank in eine ganz andere Richtung, vielleicht wie in einem Telekommunikationsunternehmen, wie einem Kreativunternehmen oder einem rein technologisch getriebenen oder sonstigen Dienstleistern, weiß keiner, wo die Reise hingeht. Aber denken Sie von vornherein, wenn Sie bauen, schon an dieses Mischen, zum Beispiel von Gastronomie, von Retailflächen, ja. Das Gym ist gefallen zum Beispiel. Ja, ganz das wesentlich. Schwimmbad am Dach, solche Sachen. Ganz wesentlich. Planen Sie das alles? Schwimmbad am Dach lassen wir lieber im Wohnbau. Aber bei großen ja, Officeflächen, ein Gym muss dabei sein. Dann haben Sie die Dusche auch schon, für die Kreativität gegeben. es muss ein Ärztezentrum da sein. Das macht einen wahnsinnigen Sinn. Jeder ist froh, wenn er, man braucht es eh, zum Glück nicht sehr oft und will es vor allem nicht sehr oft brauchen, aber man hat es in der Nähe, wenn man es braucht. Kindergarten, ganz wichtige Einrichtung. Am Austria Campus 2000 Quadratmeter Kindergarten, der größte Kindergarten von Wien entsteht dort. Super für die Familien, die nehmen die Kinder mit, gehen arbeiten, dann bringen sie es wieder heim. Also du musst das, was du quasi in deiner Freizeit willst und brauchst, auch in die Nähe oder in den Arbeitsort integrieren und mitbauen. Und das nehmen wir bei den großen Projekten immer mit von vornherein in die Planung. Gastronomie ist ganz was Wesentliches. Nicht die riesengroße Kantine mit dem Einheitsbrei, wo man sich mit dem Servierbrett anstellt, sondern vielfältige Möglichkeiten. Das heißt nicht nur Essen zwischen 11.30 und 13.30, sondern auch Meetings abhalten dort drinnen, Meetingräume drinnen gestalten, damit auch der Gastronom komplett leben kann. Es ist ja ein wahnsinniger Raumverbrauch und Verschleiß, wenn ihr die Gastronomie nur zum Mittag 2 Stunden braucht und sonst steht das leer und das sind riesige Räume. Das heißt, ich muss die auch multifunktional nutzen können. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einblicke. Ich empfehle Ihnen dieses Buch, also The Implicit Office. Sie haben in der Keynote ein bisschen was davon gehört. Es ist sehr, sehr lesenswert. Ich glaube, es bekommt jeder beim Rausgehen, oder? Ist das richtig? Nehmen Sie es sich mit.
Und ich empfehle Ihnen auch einen Blick in dieses Eck da drüben, wo die Bildschirme sind. Das ist also hier unser Digitaleck. Man kann sich dort diese Software anschauen, mit der Cisco arbeitet. Wie heißt sie nochmal? Sagen Sie es uns nochmal. Sparkboard. Genau, Sparkboard. Also dort können Sie es ausprobieren. Es gibt auch eine VR-Tour zum Anschauen. Und es gibt ganz analog Führungen. Das heißt, so um 7:45 es gibt Buffetstationen jetzt, also holen Sie sich was zum Essen, plaudern Sie mit unseren Podiumsgästen und ungefähr um 7:45 kann man losgehen und sich den ersten Campus anschauen und schauen, wie das so ist mit diesen Clean Desks und wenn man sich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz sucht. Und wo Sie sitzen, darf man nicht anschauen, oder? Mhm. Das nicht. Weil das nicht clean. Genau, das ist weiter oben. Aber nutzen Sie die Gelegenheit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Diskussion und für die Einblicke und bitte Sie um einen Applaus für unser Podium. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.